fragt, wie geht das ganze Command Binding, wenn wir eigentlich auf Events reagieren wollen, aber eben nicht im Code behind, sondern im View Model und zwar als Command. Also Events auf Commands binden. So wie hier in diesem Beispiel, das machen wir jetzt, ja. Ich klicke hier rein, ich bekomme Got-Focus und das über ein Command gebunden und Lost-Focus, wenn dieses Textfeld hier oben den Fokus wieder verliert. Das sehen wir uns jetzt an, wie das funktioniert und wenn es interessiert, dranbleiben. Also sehen wir uns an, wie wir das schaffen, dass wir, wenn wir in dieser Textbox den Fokus bekommen bzw. den Fokus verlieren, entsprechend in dieser Textbox den State aktualisieren. Ich habe schon mal ein bisschen die Basics so vorbereitet mit der Projektreferenz. Ich habe mal ein View-Model hier begonnen, da haben wir eine Variable State drin, wir erben von der Klasse, damit wir dieses Race-Property-Changed etc. gleich haben. Gut, das erste, was wir brauchen beim Event Binding, ist ein entsprechendes NuGet-Package und zwar Microsoft XAML Behaviors WPF. Und dieses Package installieren wir uns jetzt natürlich. Nachdem wir das Package entsprechend installiert haben, wollen wir natürlich zwei Commands entsprechend haben. Also Main Window, View Model. Und wir machen hier zwei Commands ein: Delegate Command. On Lost Focus Command oder Lost Focus Command und wir machen ein Delegate Command mit Got Focus Command. So, im Konstruktor initialisieren wir diese zwei Delegates, also Lost Focus Command ist gleich New Delegate Command. Parameter ignorieren wir mal und sagen, der State wird einfach Lost Focus. Und beim Got Focus Command, New Delegate Command, sagen wir, der State wird gesetzt auf Got Focus. Also wenn das Command ausgeführt wird, wird der State auf den entsprechenden Wert gesetzt und diesen State, den binden wir hier auf diese zweite Textbox. So, jetzt ist natürlich die Frage, wie bekommen wir jetzt das hin, dass wenn wir Lost Focus, also ein Event haben, oder auch Got Focus, also ein Event haben, das entsprechende Command ausgeführt wird. Ja, und dazu haben wir jetzt dieses NuGet-Package installiert. Und dieses NuGet-Package braucht aber, das müssen wir einbinden hier im Namespace, XML-Namespace, behave, ja, behave reicht, ist gleich HTTP. Schemas Microsoft com XAML B XAML B H Wars Behaviors. So. Und jetzt, wo wir das eingebunden haben, jetzt können wir auf entsprechende Trigger reagieren. Ja, wir haben hier die Textbox und diese Textbox, da können wir hier in der Mitte jetzt sagen, okay, Behaviors, diesen Alias da, den behave sozusagen. Dann gibt es Interaction und in Interaction gibt es Triggers. Und wir machen uns einen neuen Trigger, also Behavior. Einen Event-Trigger brauchen wir. Und dieser Event-Trigger braucht ein Event-Name. Worauf wollen wir reagieren? Wir wollen auf Lost Focus reagieren. So heißt das Event. So, und wenn wir diesen, wenn dieses auftritt, dann machen wir ein Behavior. Invoke Command Action. Und das Command, das wir aufrufen wollen, das binden wir, das ist das Lost Focus Command. Und wir können nicht nur ein Behavior machen, wir können auch ein zweites Behavior machen, ein zweites Event registrieren. Ups, ja doch, stimmt hier. Und zwar nicht nur das Lost Focus, sondern zum Beispiel auch das Got Focus. Und dann machen wir natürlich nicht nur Lost Command, sondern Got Command. Ja, wir erinnern uns, das ist das erste Textfeld hier herum und wenn wir hier reinklicken, also Got Focus haben, dann ruft er das Command vom View Model auf und wenn wir wieder rausklicken, ein Lost Focus haben, dann ruft er das Command vom Lost Focus auf und diese Commands machen nichts anderes als die State-Variable entsprechend setzen und das schauen wir uns jetzt an. So, einmal auf Play gedrückt und
Hier ist die Applikation. Ich klicke rein und hier steht schon Got Focus. Ich klicke raus und hier steht Lost Focus. Also wir haben im ViewModel kein konkretes Event, sondern ein Command und wir haben das Command gebunden. Dazu brauchen wir, wie gesagt, dieses XAML Behavior WPF und dann hier die entsprechenden Interaction Triggers. Ja, in diesem Sinne, viel Spaß beim Ausprobieren mit euren Events.